Lars Ludwig hat ein Video hochgeladen. Im Gym mit Johnnys Wachswampe, aber mit Happy End. Let's go! Das hätte ich noch nie gesehen. Schönes Auto, aber der Wagen passt einfach nicht zu Lars. Er ist viel zu groß dafür. Smokey, Joe, Five Star, danke fürs Abo. Aufzug fürs Auto. Das bin ich jetzt mal gespannt, ja, wie du da jetzt rauskommen willst. Der fällt jetzt erstmal schön runter. Das war schon mal der erste Kratzer in meinem Auto. Junge, was willst du, Alter? Vor allem die Karre ist so tief. Die meisten Leute können nicht mal so aufsteigen. Morgen. Hast du auch so viel Bock wie ich? Ja, Mann. Ich priest vor Bock. Erstes Set wird gespielt bald. 3 Tage. Junge, Lars, richtiger DJ, habe ich schon gesehen. Vorher ich auch Bock auf sowas. So ein bisschen rum ohne so ein Keyboard, so eine NPC, ein paar Beats machen. Ich habe aber gar keine Ahnung davon. Wollte ich schon immer machen, aber keine Ahnung davon haben. Es wären 14 Grad und Gewitter. Ja, so, okay. Wo geht's denn hin? Ja, nach Hamburg, meine Perle. Aber das erzählen wir dann, oder? Ja, weil sonst schalten die Leute direkt aus. Okay, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Wir machen coole Sachen in Hamburg. Seid dabei. Let's go. Also, falls die Leute die Serie Discounter geschaut haben, hier sind wir gerade an der Skihalle, weil René seine Mikrowelle aufladen muss. Und ich habe was ganz Spezielles, okay? René muss seine Mikrowelle aufladen. Geil, Alter. Habt ihr noch nie gesehen, was ist das, René? Reis mit Scheiß. Kannst mal Werbung für deinen neuen krassen Podcast machen. Hört alle Stoffmann. Stoffweg ist jetzt bei Stoffmann. Falls ihr Bock auf Podcast habt, in der Beschreibung verlinkt. Ich hätte mal richtig Killer. Ich Bock mal die Produktion von ESN zu sehen, oder? Ich auch, Mann. Ja. Das wäre so ein Traum. Dann kann man da bestimmt lustige Sachen machen. Gibt's genug lustige Sachen auf jeden Fall. Du hast früher da gearbeitet, hast du gesagt. Ich trainiere mit ihm morgen Rücken. Nein, in der Produktion nicht, aber in dem Gebäude. Ich habe duales Studium gemacht und dann quasi. Was sagst du zu TB500 und BPC157? Nutze ich konstant. Nutze ich konstant ein, ohne diese Kombo. BPC konstant, TB500 nicht. Da mache ich manchmal Pause, soll man nicht konstant einnehmen. Aber ohne die Kombo könnte ich keine Beine trainieren. Ich habe heute das erste Mal wieder gebeugt mit 110 Kilo an der Multipresse. Ich habe über ein Jahr lang nicht mehr richtig gebeugt oder 2 Jahre. Manche haben mich nicht rangetraut, aber da hatte ich nur eine Scheibe dran. Und heute ging es wunderbar. Beinpresse keine Schmerzen, Kniebeugen keine Schmerzen. Falls ihr dazu nähere Infos haben möchtet, wegen Dosierung und so weiter und so fort, schreibt mir einfach bei Instagram. Ich habe im Kundensupport gearbeitet. Online eigentlich, aber ich musste eingearbeitet werden, deshalb war ich da schon mal. Ziemlich interessant. Das wird ein sehr interessantes Video generell, glaube ich. Ja, sagen wir doch ganz mal Hallo einfach. Ich sag nur normalen Menschen Hallo. Oh. Willkommen bei Lars Video. Wir skippen die Produktionsstelle, weil das sind viele Videos, die haben wir gesehen, viele Stellen, wie hier vorne sehe ich gerade, die haben wir gesehen bei Johnnys Vlog. Und wir gehen quasi direkt rüber ins Gym. Besser. William, sorry, anderes Thema. Deutschland-Polen im Finale, für wen bist du? Ich bin immer für Polen. Immer. Ein Rhythmus drin, deshalb mache ich heute nicht komplett hart. Aber da das niemals stattfinden wird, weil Polen wahrscheinlich die Gruppenphase nicht überleben wird, wird es nicht passieren. BPC unmenschlich teuer? Was erzählst du denn da? Schreib mir auch privat, das ist nicht teuer. Ich sag dir, wo du es bestellen kannst. Hart, also ich lasse 1 bis 2 Reps im Tank. Wir gehen mal durch und dann gehen wir trotzdem Gas. Fühlt sich trotzdem gut an, Bock wieder zurück zu sein, ohne Scheiß, ey. Das ist so geil, diese Trainings, nachdem du krank bist. Du bist voll. Oder die Trainings nach einer Prep, wie bei mir gerade, das macht einfach nur Spaß. Hast weiterhin gut gegessen, bist du gefüllt, Glykogen ist voll, Salz ist da, Wasser ist da, es macht einfach nur Spaß. Wie lange hast du jetzt nicht trainiert? 6 Tage. 6 Tage. Ja. Das merkt man schon, wenn man sonst immer. Ich habe gefühlt 2,5 Monate nicht trainiert, weil die letzten Wochen, das war für mich kein Training vor dem Wettkampf. Vollgas gibt's. Wie hat das Gewicht verändert in den 6 Tagen? Gar nicht. Jetzt, Digga, ich mache 2 Wiederholungen und mein Muskel ist am explodieren. Gar nicht.
komplett gleich. Ich habe die Kalorien ganz kleines bisschen reduziert und auch meine Aktivität ein bisschen höher gemacht. Hat es mir eigentlich gepasst. Okay. Hat trotzdem super weitergegessen, alle Mahlzeiten gleich. Habt ihr irgendwas geändert? Bitte? Habt ihr irgendwas geändert? Also doch, der NAC erhöht. Ja. Das ist quasi wie ACC akut, kennst du? Dieser Wirkstoff. NAC, wenn ich Krank- oder Erkältungssymptome habe, dreimal am Tag ein Gramm. Geheimtipp, dank mir später. Antioxidativ und schleimlösend, deshalb habe ich das. Vitamin C und Kurkumin. Ja. Also Entzündungshemmnisse. Und am besten nochmal Eisbahn gehen, damit man auch mal krank bleibt. Ja. Alter, ich war mal komplett krank und mein Boiler ging nicht im Bad und ich musste immer Eis duschen. Katastrophe. Du bist auch gerade erst umgezogen, Lars. Was hast du da für eine Bude, Alter? Richtig schlimm. Warum geht der Boiler nicht? Die ganzen Besterfahrungen. Lars will nächstes Jahr starten, quasi dann mit mir zusammen. Wir werden, also darüber habe ich mit Lars schon gequatscht, so nebenbei. Aber wir werden das, denke ich mal, auch für euch contentmäßig planen, dass wir uns dieselben Shows aussuchen werden und zusammen rumreisen werden und Wettkämpfe machen. Lars startet in Classic D, ich in Classic C. Und ich würde mir freuen, wenn wir uns dann im Gesamtsiegerstechen irgendwo sehen, Lars, und ich dich dann auseinandernehme. Das ist jetzt, was ein Broiler ist. Das ist doch ein Hähnchen. Ein Broiler im alten Berlin, weißt du, da gibt es manchmal an der Wand, hast du so ein Ding hängen, das macht warm mit Wasser. Wenn das kaputt ist, dann ist scheiße. Wir hatten früher in der WG so ein Ding. Bei der Badewanne bei mir. Ja. Sehr dynamisch. Dankeschön, check ich nachher ab. Was? Bei mir ist die letzte Woche jetzt, wo ich Raps in den Tank lasse. Keine Raps mehr in den Tank lasse. Aus welchem Grund machst du das? Fangen meine Prep an. Wir sind mittlerweile auf so einem Level, wo du mit der Technik, die wir jetzt haben, relativ effizient den Muskel hittest. Wenn du zum Beispiel, bei mir ist es so, weil ich weiß, wenn ich im ersten Satz all out gehe, glaube ich mir im zweiten Satz zwei Raps, die ich normal machen würde, wenn ich bei dem ersten Satz die eine im Tank lassen würde. Weißt du, was ich meine? Immer all out. Leute, egal was Trainingswissenschaft sagt, man einfach 40 Sätze Rücken. Scheiß drauf, einmal voll ballern. Einfach ballern. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in meiner Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. Das funktioniert. Deshalb trainiert Phil Heath auch 100 Sätze irgendwann. Egal, ob du Muskel spürst oder nicht, mach mal mehr Sätze. Ja, 8 Sätze. Ja, einfach Sätze. Zug, Johnny, komm. Yes. Komm. Jetzt mithelfen? Yes. Komm. Oh, hopp. Ich bin dran. Ja. Komm. Eine. Okay, tot. Meine Hände. Ziemlich doof. Gestern Physiotherapeut auch meine Unterarme bearbeiten. Ein bisschen also, schwächer im Halten, ne? Ja, also es tut allgemein weh. Ist aber egal. Das sah gut aus. Let's go. Diese Kameraperspektive, Junge. Bitte? Wenn du mir was sagst, Bescheid. Voll die fancy Wand da hinten, so beleuchtet mit 1000 Farben. Puh. Geil. Yeah, buddy. Hier ist das Video von Chris Bumstead und David Light. Ja. Er sagt, that's enough. Ja. Er sagt, what the fuck are you doing? Also ich spare mir, das sind halt so, mit so 20. Die, jetzt weiß ich auch, glaube ich, warum die hier Wachswampe sind. Guck mal, wenn Johnny sich umdreht, seine Mittelpartie. What the fuck are you doing? Also ich spare mir. Der ist einfach schwanger, Digga. Der sieht aus wie so ein Lastwagenfahrer. Ich finde halt so, mit so 20% seines Running Max. Ich spare mir das für den Rest. That's not how it works. Schönen Latzbrett im Hintergrund.
Ich glaube, ich mache morgen Beine. Morgen ein bisschen hintere Beine. Ist eigentlich gut. Morgen hintere Beine, ein bisschen vordere Beine. Und dann Crank Night fürs nächste Video, was ihr als nächstes sehen werdet. Arme und Schultern. Vielleicht kannst du mit deiner Community trainieren. Wäre geil. Es sind auf jeden Fall drei von euch da, die durch mich gewonnen haben, die Tickets. Ah, echt? Ja, durfte ich verlosen. Und Mashallah. Mehrere haben ja schon geschrieben, dass sie von anderen Leuten Bock haben, mit uns zu pumpen. Also wird auf jeden Fall geil. Jan Kassel, ja, kenne ich. Kenne ich auch persönlich. Figurathletin, sah super aus am Wochenende, habe ich live verfolgt. Aber ich glaube, wir gucken erstmal keine Vlogs von Damen. Ich glaube, die Community hat da weniger Bock drauf. Du bist ja eine Dame, du wünschst dir das. Und ich verfolge ja auch kein Frauenbodybuilding, wenn ich ehrlich bin. Gar nicht, null. Null, null, null. Ich habe Respekt vor der Leistung, ihr kennt ja meine Meinung darüber, aber ich verfolge es absolut nicht. Und ich bin das DJ-Set. Da bin ich auch gespannt, wie das läuft. Aber seht ihr alles im nächsten Video. Wann hat man euch bei eigentlich das letzte Mal nebeneinander gesehen? Also einfach nur stehend im Tanktop. Lange. Ja, ne? Lars und ich. Ich glaube bei der FIBO. Ich bin das beide vom Bauch her. Ich hätte diese Bowl nicht essen sollen. Ich hab auch so gut. Hätte nur meinen Reisbowl nicht fressen sollen, ehrlich. Das nächste Mal. Welche Bowl? Wenn ich wieder am Saft stehe im Training. Hast du mir irgendwas zu verheimlichen? Im Stoff. Das nächste Mal nehme ich Stoff. Im Gummibärchen-Saft und so. Was machst du hier eigentlich? Du gehst an jede Maschine mal kurz ran und machst irgendwas. Ich will mal ausprobieren. Was mache ich denn? Darf ich das nicht? Du willst mal ganz gut tun, wenn du mal ein paar Maschinen gehst und was machst. Fische. Wo befindet sich der Teres Major? Am Rücken. Das. Ja, nimm mal einen Nahmuskel. Na, der befindet sich unten links im Bereich des Gesäßes. Du in Berlin. René trainiert privat nicht, nein. Rechts bin ich in Berlin. Was machen wir jetzt mit dem Elend? Ich würde sagen, es ist zu Rap, oder? Warte mal. It's a Rap. It's a Rap? Bin ich raus gerade. Sag ein Dick. Da bin ich wieder drin. Hello, big man, you wanna tie my son? I'm a number fly, number dry mit flies on rice, but Teamcheck 1, 2, 3, 3 Abonnenten Prime, danke schön. Oh, was war so schlimm? Nummer 3 mit Flies. Das war so schlimm. Was war denn Heimatfarbe? Nein, aber es war richtig schlimm. Die mit Happy End in Orlando oder die ohne? Was? Hä? Was Happy End? Das hab ich auch gehört. Orlando, was haben wir denn da gemacht? Ja, hast du Happy End bekommen? Ja, nein, wir haben keine Massage oder irgendwas gemacht. Peace, Freunde, mein Video ist jetzt vorbei. Wir sind morgen noch im Shooting hier in Hamburg. Also ey, da bin ich auch extremst gespannt, wie Johnny am Ende aussehen wird. Also ich ahne Böses, das wird ein Baba-Paket. Was ist dein Training? Ach so, ich dachte, wir sind noch im Warm-up. René, Digga. Ich finde René geil, dass er die Leute vor Kamera, auch mich, dass er die immer hops nimmt. Das kommt immer geil. Der tut mir leid. Können wir jetzt einmal abrücken? Ich freue mich, weil wenn du fertig bist, dann... Dann kann René auch Fußball schauen. Dann kann ja. Ich... Kannst du ein Bier trinken und Fußball Pizza ist morgen. Dann kannst du jetzt Fußball schauen. Ich denke, er wird die tatsächlich beim ersten Anlauf holen. Das ist meine Vermutung. Fußball ist morgen. Das Video. Kann ich jetzt nur kurz nochmal sagen, was wir morgen machen? Bitte gerne, ja. Also morgen sind wir noch hier für ein Shooting für ESN und dann fahren wir noch eine Nacht hier und dann morgens am 15. fahren wir nach Köln mit Paul, ich, weil Johnny fährt mit seinem Auto und ich darf nicht fahren. Und dann gibt's da die Crank Night. Fährst du jetzt echt mit? Ich fahre nicht. Ich glaube nicht, dass du mitfährst. Ich sage, weil ich nicht mitfahren darf. Ja, ja. Sam, du kannst meine Wheelies anziehen. Du hast dich als würdig erwiesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Stoffig und Kokovic raus. Schwanzfresse out. Peace. Peace out. Das war's mit Stoffig und Johnny. Im Gym mit Johnnys Wachswappenpampe, aber mit Happy End. Also, morgen sehe ich Lars wieder und mache mit ihm ein Training. Vielleicht sogar im Formschuh. Wir werden mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall extremst, die Jungs wiederzusehen. Und ja, bin auch gespannt auf die weiteren Vlogs von den beiden. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnochzweiwochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch zwei Wochen E-Book, mit dem ihr in
2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.